Der Kreisligist Borussia Kaster Königshofen hat bei der von Veltins inszenierten Aktion Mein Heimspiel gewonnen und spielt deshalb im Stadion des FC Schalke 04. Gegner des Ausschreibungssiegers ist der SV Rhein. Für die Hobbyfußballer ist das Ganze natürlich eine Riesensache. Einmal so fühlen wie echte Profis ist das Motto. Der Gastgeber, also die Borussia Kaster Königshofen in den blauen Trikots, erwischt in der Schalke Arena auch den besseren Start. Nach einem Freistoß kommt der Ball zu Justin Sengersdorf. Und was der mit dem Ball macht, ist einfach sensationell. Diesen Schuss hätte kein Bundesligaspieler besser platzieren können. Mit dem Außenriss schlänzt der Linksverteidiger das Leder ins Netz. Das ist einfach nur traumhaft. Mit Sicherheit ist das Tor seines Lebens. Unglaublich. Der Sieger der Mein Heimspiel-Aktion geht hier also früh in Führung und dann gleich mit so einem Treffer. Das macht Lust auf mehr. Doch in die Euphorie der Kaster hinein kommt diese Szene. Kelzenberg an den Pfosten, doch im Nachschuss ist Schulz zur Stelle. Praktisch aus dem Nichts markiert Sven Schulz hier den Ausgleich in der Veltins Arena. Damit hätten zu dem Zeitpunkt wohl die wenigsten der über 1100 Fans gerechnet. Doch die Gäste schlagen mit der ersten Chance eiskalt zu. Der aktuelle Tabellenneunte der zweiten Staffel der Kreisliga B gleicht das Spiel direkt wieder aus. In der Folge übernehmen dann aber wieder die Gastgeber die Kontrolle. Der heute überragende Justin Sengersdorf lässt seine Gegenspieler stehen und legt ab auf Michael Schiffer. 2:1. Nur 10 Minuten nach dem Ausgleich ist die Führung wieder hergestellt. Sengersdorf macht das aber auch einfach stark. Schiffer muss dann nur noch vollstrecken und bleibt cool vor dem Tor von Gästekeeper Dennis Brinkmann. Und die Kaster bleiben am Drücker. Beim Abschluss von Schröder ist Brinkmann noch zur Stelle. Doch beim Nachschuss ist er machtlos. Das 3:1. Torschütze ist diesmal Lars Jonokart. Er steht hier einfach goldrichtig und setzt das Leder trocken unten links ins Eck. Das 3:1 ist dann auch der Halbzeitstand. Die irische Rockband Mickey Joe Hart sorgt hier für musikalische Unterhaltung der Zuschauer. Und dann geht's auch schon weiter. Der Reiterklärungsversuch geht ja mal gehörig in die Hose. Flanke Jonokart und jetzt wird gezaubert. Das wäre es gewesen. Doch der Fallrückzieher von Schiffer geht knapp am Tor vorbei. Doch die Borussia Kaster Königshofen ist jetzt richtig gut drauf. Spielt sich auf dem perfekten Rasen so richtig in einen Rausch. Das ist Kevin Römer. Zieht einfach mal ab und das ist das 4:1. Das wird wohl die Entscheidung gewesen sein. Von den Gästen aus Reit kommt heute in der Veltins Arena einfach zu wenig. Für Kevin Römer ist es das 5. Saisontor. Und als sich alle schon mit dem 4:1 abgefunden haben, setzt Kaster nochmal einen drauf. Wir befinden uns in der Nachspielzeit. Alex Schröder scheitert zwar noch am starken Brinkmann, doch da ist Peters zur Stelle. Aaron Peters markiert hier das 5:1 und damit den Schlusspunkt eines Heimspiels, das für die Borussia Kaster Königshofen nicht besser hätte laufen können. Mit 5:1 also gewinnt sein Team in der Veltins Arena in einem Spiel, das wohl keiner der Beteiligten so schnell vergessen wird. Hat mega Bock gemacht. So eine Atmosphäre hat man selten. Vor allen Dingen die Kabinen, der Rasen. Diese übertrieben geile Arena, unsere Fans, hat einfach auch Spaß gemacht. Ja, macht Lust auf mehr, aber wie gesagt, war einfach ein geiler Tag. Es war super geil, ein einmaliges Erlebnis. So was wird man mal 20 Jahre noch erzählen können und einfach unvergleichlich. Super geil, dann noch gewonnen und jetzt reißen wir Hütte einfach ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.